Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken einer Stadt und neuen Abenteuern aus Ava Aquatica. Ja, da sind wir wieder in Ava Aquatica. Ein bisschen geräuspert, ne? Ist nicht viel passiert, seit ihr weg seid, also seit vorgestern. Nur ich habe hier zwei Stück Teppich draufgelegt. Ist das nicht klasse? Einfach mal zwei Stück Teppich und da hinten ist ein großer Baum gewachsen. Hatten wir den noch angepflanzt? Ich hatte den noch nur gefällt. Ich hatte die Bäume gefällt, genau. Und dann hatte ich da... da ist jetzt so ein großer Baum gewachsen. Okay. Naja, dann ist es so. Hier oben, das hatten wir soweit fertig, glaube ich, ne? Mit den Zäunen. Ach nee. Seht da die Zäune. Die Zäune. Dann werden wir doch erstmal ein bisschen Kram ablegen. Hier müssen ja auch vorne überall auch noch Zäune rein. Das heißt, wir müssen sowieso noch, ne? Zäune machen. Ich lege mal ein bisschen Kram ab hier in unsere Krustkiste. Das Bett mal nicht. Aber hier mal das ganze Grünzeugs, die Setzlinge, die Farbe, das. Das legen wir jetzt alles mal ab. Ich leg mal alles ab. Das hättet ihr wohl gerne. Nein, hättet ihr bestimmt nicht gerne. 30 Leitern, die brauchen wir noch später für die Palme. Beziehungsweise für den Baum. Hier haben wir auch noch ganz viel Holz. Also Holz haben wir hier echt eine Menge. Wartet mal, da könnte ich doch eigentlich gleich mal so ein 64er Stack mir rausklauben. Und vielleicht machen wir hier auch noch Holz raus. Wartet mal. Ja, es ist jetzt schon etwas später, wo ich aufnehme. Ist schon Abend, sozusagen. Da machen wir uns jetzt mal Stickies raus, ne? Genau. Abends, ja. Und der Tomcat, hier, da ist er. Und der Elysian, die streamen wohl gerade. Da haben sie mir erzählt und da hat mich die Hanabi, glaube ich, gegrüßt. Beste Grüße zurück an im Moment. Von dieser Stelle auch nochmal. So, zack. Jetzt machen wir aber erstmal ordentlich Bimbambule mit Zäunen. Ja gut, da kommen dann keine raus. Also nicht so viel, wie ich zumindest... Die Axt kann ich da nicht mit reinpacken. So. Jetzt haben wir erstmal ordentlich Zäune. Und hier können wir auch noch Zäune rausmachen. Und hier können wir auch noch Zäune rausmachen. So, das habt ihr jetzt davon. Zack. Und dann haben wir nicht nur ein paar Sticks über. Und dann können wir nämlich straff Zäune hier überall hinpacken. Weil die sollen ja überall hier außen, sollen ja auch Zäune hin, ne? Die Gebäude müssen ja auch noch fertig werden. Hier die Nebengebäude sozusagen. Die sollen ja auch noch fertig werden. So, dann können wir das auch schon mal ein bisschen absperren. Na, das war jetzt nicht so toll. Obwohl, man könnte da so Fackelhalter rausbauen, ne? Haben wir auch auf der anderen Seite gemacht, aber das war, glaube ich, aus Birkenholz. Was mache ich denn? Was mache ich denn? So. Ja, oben mit dem Dach, da habt ihr geschrieben in den Kommentaren, da sollte ich doch eine Kuppel machen. Ja, finde ich gar nicht so schlecht, die Idee. Das heißt, wir könnten gleich jetzt mal hochgehen und die Zäune einbauen. Finde ich gar nicht so verkehrt, die Idee. Mit der Kuppel. Eine Kuppel, da brauche ich aber wieder eine Blaupause irgendwie, wie ich denn die Steine setzen muss. Okay, wir müssen ja runter. So. Ich hatte mir auch noch was anderes überlegt. Da müssen wir gleich noch mal ganz kurz runter und dann wieder hoch. aber erstmal machen wir jetzt hier die Zäune zu Ende. Ich weiß gar nicht, wo die beiden sind. Tomcat und Elysian. Ich schätze aber in... wahrscheinlich in Falkenstein, ne? Oder auf Falkenstein heißt es ja dann. Dass sie da irgendwas bauen. Ja, gehe ich mal von aus. Aber vielleicht sind sie auch in der Aquatica. Vielleicht hat Tomcat seine Meinung oder seine Entscheidung nochmal geändert. Entscheidungen sind ja dafür da, dass man sie ändert. runter, Gunther. Und wir gucken erstmal, wie wir jetzt hier weiter verfahren. Ne? Wir müssen hier auf jeden Fall überall noch Wolle reinmachen. Das ist ein bisschen langwierig, das Ganze mit der Wolle und überhaupt. Aber wir können ja schon mal ein bisschen was machen. Können ja schon mal ein bisschen was machen. Dass wir hier schon mal ein bisschen weiterkommen. Und wir brauchen auch noch diesen rote Keramik. Aber da hatte ich auch ganz viel von. Da ist sie nämlich. Dann nehmen wir doch einfach nochmal zwei Stacks von der roten Keramik. Ach, da war ja was. Da war ja was. Ach Mensch, ich muss das echt mal fertig machen, ohne dass ihr dabei seid. Weil das kann man ja nicht ertragen. Das könnt ihr ja gar nicht ertragen. Und ich glaube, das Problem daran ist tatsächlich, dass es, ne, seht ihr das? Ich habe das, ja, hier außen kommen die ja so hin, ne? So, jetzt müsst ihr wieder die ganze Zeit auf den Boden starren. Ich hoffe, das ist okay für euch. Und euch drehen. Also guckt mal am besten nicht auf die Bilder. Hört mal auf meine Abendstimme. Das ist die Abendstimme, die den ganzen Tag jetzt schon gelitten hat. Den Tag über gelitten und abends dann so ein bisschen krächzig. Wie von Grobi sich eher anhört als ne, morgens. Hört sich auch nicht so gut an. Mittags ist sie dann in Topform. Deshalb normalerweise müsste man immer mittags aufzeichnen. Aber ich tue mich da immer ein bisschen schwer. Hat mich ja sowieso schwer getan jetzt die letzte Zeit immer, ne?
als Bürgermeister. Aber es ist ja auch so, wenn man als Bürgermeister so lange im Amt ist, irgendwann, denke ich mal, kommt bei jedem Politiker, Sportler, Bürgermeister, keine Ahnung, Astronauten, wahrscheinlich eher nicht, die sind so begeistert. Also auch, doch, ich glaube auch bei Astronauten. Irgendwann kommt der Punkt, wo man so ein bisschen, ja, so ein bisschen die Motivation nicht mehr so hat. Ne? Ich will dafür, also ihr wisst schon, was ich meine. Aber dann kommt auch wieder der Punkt, wo sie einfach wieder da ist. Und heute ist irgendwie, ich weiß nicht warum, ist dieser Punkt, wo meine Motivation auf einmal wieder so ein bisschen zurückgekehrt ist. Ich weiß nicht, wo ich sie hatte bisher. Also ob ich sie einfach nur verlegt hatte oder so, keine Ahnung. Aber sie ist gerade wieder da. Gerade habe ich mich hingesetzt, habe gesagt, ey, du hast so richtig Bock, jetzt ein bisschen was aufzuzeichnen. Vielleicht nutze ich diesen Bock auch gleich mal aus. Den alten Bock mal ausnutzen und gleich mehrere Runden auf ihm reiten. Ne? So, hier muss noch einer hin, dass man gleich dann so mehrere Folgen hintereinander aufzeichnet. Ja, letztes Mal waren es nur zwei, hat der Tomcat ja noch geschrieben. Oh ja, zwei Folgen, Ja, es ist natürlich nicht die Welt, ne? Wenn man mal sieht, so ein Streamer, der macht da irgendwie, keine Ahnung, also wenn ich mal den UFO sehe oder so, den ich ja so viel, der so mein Lieblings-Stream-Typ ist, der nimmt ja dann 8 Stunden auf oder so, keine Ahnung, oder 6, keine Ahnung. Ich trinke ja mal einen Schluck, wo habe ich denn mein Getränk hier? Ach, aus der Flasche getrunken. Aus der Plasteflasche getrunken. So. Ach nee, und in der Mitte kommt das ja dann anders da. So nämlich. Genau, da kommt es ja dann so. Moment. Das kriegen wir alles hin. Ihr müsst nur ein bisschen Zeit mitbringen. Ja, ist ganz, ganz besonders toll geworden. So. Nein. Ich glaube dann so, ne? Einfach. Ja. Genau. So, der kommt auch nochmal weg. Und dann wäre das ja dann so. Genau, und dann hier so. Immer nur eine Viertel. Ja, genau. So ist richtig. Wollen wir das gleich nochmal machen beim nächsten Raum? Habt ihr Lusten? Nein, wir haben keine Lusten. Doch, einen Raum machen wir heute noch, weil es so schön ist. Und dann haben wir nämlich, glaube ich, auch schon wieder gar keine Wolle mehr. Dann sind wir entvoid, sozusagen. Mal wieder. Aber wir können ja dann hingehen zur Wollfarm. Nehmen noch ein bisschen rote Farbe mit und dann schwarz brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Dann können wir die Schafe, die jetzt schwarz sind, die schwarzen Schafe, wird auch diese Folge heißen, die können wir dann wieder rot färben. Dann sind sie auch wieder froh. So, dann fangen wir mal hier so an. Das ist nämlich dann schon mal falsch. Und so auch. Aber hier wäre es dann richtig. Hier wäre es richtig. Man muss nur erstmal einen Anfang haben. Ist wie beim Stricken. Obwohl ich mein Leben noch nie gestrickt habe. Als Bürgermeister ist man natürlich nicht so... mit dem Stricken hat man da nicht so viel zu tun. Ich habe ein paar Mal zugeguckt, wenn Else mal so sich neu aus der Schafswolle, vorher aus Bocksprung, neue Pullover gestrickt hat. Ja, ich habe auch ab und zu mal Zeit mit Else ein bisschen. So ist es ja nicht, ne? So in den Wintern oder in der Zeit, wo ich da mal nicht so ganz involviert bin in die ganzen Vorgänge hier im 3M-Land und so. Da habe ich auch mal Zeit, meiner Else beim Stricken zuzugucken, klar. Und da sagt sie auch immer, das Schwerste ist immer der Anfang. Der Anfang ist immer besonders schwer beim Stricken. Und auch überall anders, ne? Beim Schwimmen. Wenn man erstmal so die erste Bahn geschwommen ist, dann geht's eigentlich. Dann geht's eigentlich. Oder so die ersten Züge, ne? Hat man wahrscheinlich noch so ein Schwimmbrett und so. Ne? Da ist ja auch, es ist mir neulich zu Ohren gekommen, in 3M-Land können 70% der Dorfbewohner nicht schwimmen. Ist das nicht schlimm? Es soll ja Länder geben, da soll das noch mehr sein. Aber im 3M-Land ist es auch schon extrem. Vielleicht müssen wir echt mal so eine Schwimmschule errichten. Für Dorfbewohner. Wo das Wasser aber nicht so tief ist, ne? Nicht, dass sie mir alle ertrinken. Die können... ich weiß gar nicht, aber die Hundskrabber müssen noch schwimmen können. Die gehen noch ständig ins Badehaus. Oder ist das auch nicht so tief, dass sie da ertrinken können? Da müssen wir aber schwimmen lernen. Da brauchen wir noch ein paar Schwimmlehrer. Na gut. Aber das fand ich schon erschreckend. Weil es sind auch schon viele Dorfbewohner einfach ertrunken. Tatsächlich. Ja. Das geht natürlich gar nicht. Da kann ich natürlich als Bürgermeister gar nicht mehr ruhig schlafen. Wenn ich weiß, dass in Hunsgrab wahrscheinlich gerade ein Schmied ertrinkt. Könnt ihr euch das vorstellen?
Das ist schon schlimm. Oh, guck mal, jetzt fehlen uns noch ein paar. Ja, ich weiß. Ich hole gleich einen 64er-Stack. Mach es gleich richtig. So, ja, also, ne? Das ist unvorstellbar. Solche Nachrichten erreichen einen hier, wenn man hier am Bauen ist. Kommt einfach ein Vogel geflogen. Hier so eine Fledermaus, ne? Fledermaus-Mail. Eine Flay-Mail, auch genannt. Kommt an, also neu, ne? Neu hundsgraberisch. Obwohl, das ist ja neu dreiemländisch, wahrscheinlich. Flaymail. Eine Fly, nicht Flymail, Flaymail. Ja, gut. Okay, ich höre ja schon auf. Kam angeflogen und sägte mir Opa Zeron, Herr Bürgermeister, die neuesten Nachrichten, ITV und so, kennen Sie ja. Die berichten, in Hundsgrab ertrinkt jeden Tag ein Trinker. So. Jetzt haben wir's. Oh, es hat sogar gereicht mit der Wolle. Viermal noch über, ganze vier. Und das ist falsch. So ist es richtig. Dat, dat, dat. Und dann machen wir einfach so weiter. Halbe Umdrehung. Halbe Umdrehung. Halbe Umdrehung. Noch weniger drei Blinder können tanzen. Aber dabei, die müsste ich alle mal zu Schurke schicken. Schurke schicken. Da können sie tanzen lernen. Ne? Die kann nämlich wunderbar tanzen. Hier so, ne? So Minecraft Dance. Kennt ihr ja. Ist sehr improvisiert, wirkt sehr improvisiert. Ist es aber eigentlich gar nicht. Es ist eigentlich eine super Choreografie. Okay. Auch guck mal, hier haben wir auch noch 64 Wolle. Aber trotzdemens gehen wir mal los. Und holen uns noch Wolle. Denn die wird knapp. Und wir haben ja so viel Schafe, wir haben ja so viel Schafe. Und guck mal, auf einem Minimap, wir brauchen nur noch drei Räume oder so. Das ist total gut. Und vielleicht spähen wir ja auch irgendwas, denn der Elysion ist hier ganz in der Nähe am Bauen, am Tun, die Bibliothek, auch genannt. Und da können wir vielleicht mal einen Blick reinwerfen. Ich gucke da immer mal wieder gerne hin, weil das Gebäude sieht echt cool aus. Es ist mir echt gut gelungen hier mit den, sieht fast aus wie so ein Stadion, ne? Wie so eine Stierkampfarena, nein. Stierkampf ist natürlich verpönt, zumal es keine Stiere gibt im 3M-Land. Aber, Bullen, also Ochsen. Also Ochsen sind so. Mich. Zordan. Hui. Hops. Ach ja, der Zordan. Der baut ja auch. Der ist ja, unglaublich. Guck mal. Bibliothek. Ist sie nicht wunderschön? Ist sie nicht einzigartig? Ist sie nicht unglaublich toll? Da oben wohnt mein Bruder. Psst. Dürfen wir nicht verraten. Ist geheim. Okay, Freunde. Da ist sie. Und hier wird mächtig gebaut. Ich gucke ja mal gerne rein. Mit den ganzen Büchern und so. Oh, guck mal, der Kronleuchter. Uah! Kronleuchter! Der leuchtet gar nicht. Aber ist trotzdem schön. Und guck mal. Toll, ne? Ganz viel zu lesen. Für den Lesewilligen. Ich weiß nicht, ob hier noch was drauf soll oder ob das so bleiben soll. Ich finde das auch so cool. Hm, naja, gut. Oh, was? Die gebe ich nächste Woche zurück. Ist gar keiner da. War gar keiner, ne? Habt ihr das auch, wenn ihr euch Bücher ausgeliehen habt, wenn ich in Hundsgrab in der Bibliothek mir ein Buch ausleihe und das dann drei Monate nicht zurückbringe, dann schimpfen die immer. Dann sagen die, hier, Opa Zeron, sie haben noch vom Winde verweht. Vom Kinde gesät. Oder so. Was? Ja. Mach mal ordentlich hier Kartoffeln, ne? Kartoffeln, Kartoffeln, Kartoffeln. Den ganzen Tag nur Kartoffeln. So. Ach, Rising World Lead. Ja, da war ja was, ne? Aber davon fange ich jetzt gar nicht an. Hui. Da gehe ich lieber Schafe scheren. Was sind alle wieder weiß? Die sind alle wieder weiß. Hier sind noch ein paar rote. Und rot und orange und weiß. Da musste wohl wer anders auch, brauchte wohl wer anders auch Wolle. Oh Mann, da habe ich ja fast schon schlechtes Gewissen. Aber ist jetzt wieder gut. Gerade eben. So. Ich brauche rote Wolle. Ich habe die doch alle rot gefärbt gehabt. Rot, rot, rot sind alle meine Schafe. So. Warum? Hat man euch gewaschen oder was? Und schwarz ist überhaupt kein einziges mehr. Verdammt. Dann muss ich ein paar muss ich noch rot färben. Tut mir leid, wer immer diese Schafe auf weiß gefärbt hat. Ich lasse dir das Knochen... Nee, kann ich nicht. Knochenmehl haben wir ja ohne Ende. Also ganz ehrlich, Freunde. Knochenmehl haben wir ganz, ganz viel. Und wer hier schon länger dazu gehört, zuschaut, meinte ich, der weiß auch, warum wir so viel Knochenmehl haben. Weil wir nämlich einen Skelettspawner
hier in der Nähe haben. Zups, 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 zups. Alle meine Blumen. Wir haben Skelett-Spawner gleich in der Nähe. Also, jetzt können wir noch 32 Schafe rot färben. das ist gut. Hops, hops. Und deshalb können wir die jederzeit natürlich wieder umfärben, ne? Also, ach guck mal, da ist noch ein schwarzes Schaf. Oder soll das Schaf schwarz, schwarz bleiben? Stimmt, ne? Oder wurde das übersehen? Kann auch sein. So, alle rot, 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 rot. Hier ist noch ein weißes, rot. Wahrscheinlich hat sich jetzt einer voll Mühe gegeben, hat die alle extra rot, weiß gefärbt. Und dachte dann irgendwann so, oh, mehr weiße Farbe habe ich jetzt nicht. Aber jetzt endlich, ja, fast sind alle wieder weiß. Wenn das nächste Mal kommt, sieht der rot. Da könnt ihr euch ja vorstellen, was hier los ist, ne? So, okay, hier sind noch... Da komm, du wirst auch rot. Schwarze Schafe wollen wir nicht in unserer Herde. Und hier sind... Ja, kommen noch welche raus, ne? Wie viele haben wir denn noch? Sechse. Okay. So. Jetzt haben wir hier 90% wieder rot gefärbt. Ganz toll. Jemand wird mich dafür wahrscheinlich hassen. Der nämlich ganz viele... Zack. Da war noch ein... Oh, ich habe so viel Scheren dabei. Das ist nicht gut. Okay, kommt her, Leute. Oder habe ich in irgendeiner Folge gesagt, ich bräuchte doch mal wieder weiße Wolle? Kann natürlich sein. Ich bin ja manchmal so, ne? Was schert mich mein Geschwätz von gestern? Da sage ich noch, oh, ich brauche unbedingt mal wieder weiße Wolle. Und dann im nächsten Abschnitt färbe ich alle Schafe rot oder so. Das kann passieren. Sowas passiert mir öfter mal. Das ist immer, man vergisst halt schnell, was man selber mal so ausgegeben hat als Devise. Es wird schon wieder dunkel, das heißt, die Folge ist gleich um. Verdammt. Das muss aber nicht sein. Ich wollte noch ein paar Schafe scheren. Oh, Pazeron sieht rot, wird diese Folge heißen. Wahrscheinlich nein. Zack, zack, zack. Wir legen uns gleich mal hin. Das ist besser. Weil wir sind nicht alleine und wir sind auch noch im Stream. Das heißt, wir sind auch noch live. Eieieiei. Also wir waren live. Also das, was ich jetzt heute getan habe, war mal live. Mich in der Vergangenheit. Ja, mit der Zeit ist es ja im 3M-Land sowieso immer so eine Sache. Die Zeit hat uns ja schon öfter beschäftigt und vor allen Dingen Zeitverbrechen, ne? oder die Manipulation der Zeit. Früher bin ich immer gerne nochmal in Zeitbrunnen gesprungen, um einfach ein bisschen schneller voranzukommen. Heute geht das Ganze ein bisschen gemächlicher zu. Da nutze ich diesen Zeitbrunnen nicht mehr so oft, zumal ich ja auch weiß, wie gefährlich der Zeitbrunnen sein kann und was da alles passieren kann. Ne? Da sind schon einige Sachen passiert. Einige Sachen konnten wir wieder gerade biegen, andere nicht. Und ja, das ist gar nicht mal so ungefährlich. So eine Zeitmaschine? Klar hätte die jetzt jeder von euch bestimmt zu Hause gerne. Einfach mal so eine unangenehme Woche, wenn vielleicht Prüfungen anstehen oder so. Einfach mal rein in die Zeitmaschine. Und dann dann überspringt man einfach eine Woche. Und dann sind die Prüfungen schon vorbei und man ist durchgefallen. So. Und dann kann man das auch nicht wieder rückgängig machen. Und das sind dann die schlechten Sachen an so einer Zeitmaschine. Ja, ja, so ist das, Freunde. So, okay, wir haben jetzt schon wieder ziemlich viel Dumpfpfiff geredet. Und ziemlich viele Schafe geschoren. Das heißt, in der nächsten Folge geht's dann wieder zurück zur Baustelle. Und dann machen wir einfach weiter, wo wir aufgehört haben. Ja, eine Folge werde ich mir schon noch aufnehmen. Einfach, damit wieder ein bisschen was da ist. Das ist dann heute, ist ja Freitag, ne? Wenn ihr das jetzt seht, ist gerade Freitag. Und dann ist Samstag und dann brauchen wir nur eine Sonntagsfolge. Und dann haben wir so eine halbwegs vernünftige Woche hingekriegt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, ihr verliert auch alle noch eure Wolle. Das habt ihr jetzt davon. Ja, Tomcat und Lysan scheinen tatsächlich nicht hier zu sein, in der Nähe. Ich habe sie zumindest noch nirgends gesehen. Oder der Tomcat versteckt sich ja immer dann, ne? Der versteckt sich dann immer hinter so einem Baum oder so. Und dann sehe ich den immer nicht. Dabei ist er trotzdem da. Das heißt, ja, kann schon sein, dass er sich hier irgendwo rumtreibt. Vielleicht habt ihr ihn ja irgendwo auf der Minimap oben gesehen. So, nicht stiebitzt. mal kurz aufblitzen sehen. Oder auch länger. Und ich habe das nur nicht mitgekriegt, weil ich natürlich nicht die ganze Zeit auf die Minimap gucke, sondern ich gucke ja immer eigentlich mehr so auf das, was ich gerade mache. Auch wenn ich nicht immer auf das achte, was ich gerade rede, aber ich gucke auf das, was ich mache. So, okay. Danke, ihr Schafe. Das war sehr freundlich. Wir haben ordentlich Wolle zusammengekriegt. Also hat sich mal richtig gelohnt, mal wieder bei euch hier. Es war mir eine Ehre, ein Vergnügen, euch zu scheren.
Euch zu scheren. Ja, das ist asiatisch. Hört sich immer ein bisschen krumm an. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, wir sind am Ende der Folge. Nächstes Mal geht's dann hier raus. Das ist auch viel zu laut, ne? Das ist viel zu laut. Da gehe ich hier raus. So, die Scheren müsste ich echt mal hier lassen. Weil kein Mensch braucht so viel Scheren, außer man ist vielleicht Friseur. Dann ergibt das einen Sinn, aber sonst ergibt das überhaupt keinen Sinn, so viel Scheren zu besitzen. So, okay. Da ist noch eins. Ja, da sind da hinten wieder welche nachgewachsen. Man kann hier den ganzen Tag scheren. So. Und die Scheren packen wir irgendwo jetzt hier mal in eine Kiste. Das kann ja so nicht weitergehen. Gibt's hier irgendwie eine... Ach, hier. Nee, das ist aber... Nee, da kann ja keiner drauf zugreifen. Hier auch nicht. Hier nehmen wir die Türen auf und zu, das bin ich aber. Ach, guck mal hier. Da können wir doch die Scheren reinpacken, die alten, ne? Da kann sich dann einer nochmal bedienen, kann die nehmen und kann sich da... guck mal, oh. Oh, weißt du wohl? Oh. Birkenholz. Ich denke mal, ich kann mir da was... Kann ich mir davon was nehmen? Ich glaube ja, Anni, ne? Ich glaube, du bist ja mit der Baustelle durch, da brauchen wir ja kein Birkenholz mehr. Hoho. Dankeschön, Anni. Das ist sehr freundlich von dir. Und hier geht's das nächste Mal weiter. Und ich sage, bis dahin, liebe Leute, gehabt euch wohl. Spielt tapfer weiter Minecraft und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, euer Opa Zeron.